Ja, hallo Leute, es ist ich, euer Garten Küchenfuchs. Wir befinden uns hier in der evangelischen Kirche in Beiersdorf. Morgen ist ja hier Erntedankfest. Und mit diesem Blick auf den wunderschönen Altar steigen wir in dieses Video ein. Und ich zeige euch jetzt mal, was hier alles abgegeben wurde. Also hier zunächst mal Äpfel. Das sind alle Spenden der Bewohner von Beiersdorf für den Erntedankaltar. Hier eine Kiste von Edeka. Da sind Zwiebeln drin. Ich kann leider nicht weiter näher rangehen, weil ich sonst die Alarmanlage auslöse. Hier sehen wir gekaufte Kartoffeln, einen Rettich, gekauftes Obst, Fenchel, Weißkraut, Lauch, Wirsing, Nudeln, naja, Mehl, Sauerkraut in Dosen, abgepackte Paprika, noch mehr Kartoffeln, Bohnen, Spargel, grünen Spargel, so wie es aussieht. Ja, da unten sehen wir Möhren, Rotkohl und verschiedene andere Kohlsorten. Hier sind, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ein paar Rüben, Wein, noch mehr Nudeln, gekaufte Eier, Weißkraut, ja, gekaufte Zwiebeln, gekaufte Möhren. Und hier eins der absoluten Highlights, meine zwei wunderschönen Kürbisse, die eigentlich gar nicht ins Bild passen. Ja, also, ihr seht, hier wird morgen einiges aufgefahren. Nicht alles aus eigener Ernte, so wie es ganz offensichtlich aussieht, aber trotzdem wird es morgen bestimmt ein wunderbares Erntedankfest. Macht's gut, gehabt euch wohl, euer Gartenküchenfuchs verabschiedet sich. Macht's gut, arrivederci, ciao, ciao, shalom und goodbye.